Hallo zusammen. 8 Jahre Garantie auf Lithiumbatterien. Das Gesetz schreibt uns vor, wir müssen 2 Jahre Garantie geben. Mittlerweile gibt es Hersteller oder Hersteller in Anführungszeichen, die geben dann 3 Jahre, 5 Jahre, 8 Jahre, der nächste wird 10 Jahre Garantie geben und der übernächste lebenslänglich. Ein Hersteller, was ist ein Hersteller? Ich habe jetzt hier die Batterie, das ist Wemo Batterie, Mobil Power, aber ich bin nicht der Hersteller. Ich kaufe die mit diesem Kleber in China zu. Der Chinese gibt mir 2 Jahre. Was dann hinter dieser Garantie ist gegenüber dem Chinesen, ist ein zweites Thema. Jetzt gibt's, der Chinese liefert diese Batterie mit einem anderen Kleber oder vielleicht einem schwarzen Kasten oder er hat noch andere Farben an andere Hersteller. Die geben mittlerweile bis zu 8 Jahre Garantie. Was steht dann hinter 8 Jahren Garantie? Wer steht für diese Garantie ein? Oder sagen wir mal so, was geht an dieser Batterie kaputt? Der Kunststoffkasten hier, das ist nicht das Problem, das kann man sagen, unsachgemäße Behandlung, Transportschaden oder sonst was. Die Zellen haben wir mittlerweile die Erfahrung, dass die eigentlich das aushalten. Das wäre auch kein Problem, 10 Jahre Garantie. Der Knackpunkt ist das BMS, die Elektronik. Hier werden Bauteile verbaut auf den Elektroniken, die nicht so lange im Betrieb sind wie Garantie gewertet. Das heißt, das Problem ist das BMS. Wenn ich eine Batterie ausliefere und die hat eine defekte Zelle oder ein defektes BMS, dann ist ganz klar in 2 Jahren Garantie, das wird erledigt. Aber für Langzeitfolgen, also was ist, wenn diese BMS zum Beispiel in 4 Jahren massenhaft verrecken, weil sie irgendwie ein Riesenproblem haben, was nicht erkannt wurde. Bei mir jetzt mit 2 Jahren Garantie oder bei meinen Chinesen ist das keine Garantie mehr, ganz klar. Bei Herstellern, die es dann gibt, die teilweise eine GmbH ist, ich weiß, ich habe in meinem Betrieb, und Batterien ist ja nur ein kleines Geschäft, der größte Teil, über 70% vom Umsatz, erzielen wir mit Pharma- und Militärgeräten, Kühlgeräten für Pharma und Militär. Ich habe Garantierückstellungen, die höher sind als das Kapital gewisser Batteriehersteller. Wenn da ein Riesenproblem auf die zukommt, ja, dann macht man die Firma zu und ihr habt keinen Ansprechpartner mehr für die Garantie. Also wie stabil und wie groß ist die Rückstellung eines Herstellers, wenn wirklich ein größerer Schaden kommt, also mehrere, ein Seriefehler, der sich in der Garantiezeit auswirkt. Ich habe hier die Garantiebedingungen eines größeren Herstellers, der zwar auch 5 Jahre gibt, der steht zum Beispiel Ausschluss der Garantie, normale Verschleiß und Abnutzung. Ja, was ist ein normaler Verschleiß und Abnutzung? Wenn sie also normal benutzt und geladen wird, ist das ein Ausschluss der Garantie? Fehlerhafte Installation und Inbetriebnahme. Ja, entweder nimmt sie dann in den ersten paar Wochen, wenn ich eine fehlerhafte Installation habe, oder
nicht nach 3 oder 4 Jahren, weil die Installation wird ja dann in der Regel nicht geändert. Auch ein Kurzschluss, da wird Werbung gemacht, die Batterien sind kurzschlussfest, die sind auch kurzschlussfest. Das liegt nicht an der Installation, das ist irgendwie ein Kurzschluss auf der Installation, aber das müssen die Batterien überleben. Das sollte eigentlich kein Garantieausschluss sein. Ja. Was steht hinter 8 Jahren Garantie? Wenn ihr diese Firma nicht mal im Internet findet oder bei Google Maps, der Vorteil ist, in Deutschland kann ich jetzt nicht mehr Google Street View schauen, ob es da überhaupt ein Gebäude gibt oder ob das nur ein Briefkasten ist. Oder dann die Firmenkonstrukte, wie die verwoben sind, dann wird wieder geändert, dann ist eine englische Limited-Gesellschaft oder sonst irgendwas. Wer steht hinter diesen Garantie von 8 Jahren oder 5 Jahren? Ich gebe 2 Jahre. Ich habe eine AG, massive Garantierückstellungen im Rücken. Und mich gibt es jetzt seit 50 Jahren und wir sind relativ kulant. Auch wenn es mal über die Garantie raus ist, jetzt bei den Batterien, das haben wir neu. Wir wissen nicht, was kommt in 2 Jahren. Aus diesem Grund, schaut mal dahinter, wer euch 8 Jahre Garantie gibt auf Lithium-Batterien, was die Garantieklauseln sind, also was da alles ausgenommen ist und ob es die Firma in 5 Jahren überhaupt noch gibt, weil eine GmbH kann ich mache die zu, Punkt, fertig, mache im gleichen Briefkasten die gleiche Firma auf. Oder steht dahinter eine englische Limited-Gesellschaft oder ein Chinese, den könnt ihr sowieso nicht behaften. Von dem her, schaut euch die 5 Jahre, 8 Jahre Garantie an, wer steht hinter diesen Garantieleistungen. Ich wünsche euch einen schönen Tag.